Mädels, macht euch keine Sorgen, ich habe bereits alles bestellt. Oh, wow, das nenne ich eine mega schnelle Lieferung. Na los, lasst uns die Kisten auspacken und uns beeilen. Ah, was zum Teufel ist das denn? Eine Ratte auf meinem Grundstück. Mike, schaff sie weg. Oh Mann, diese Ratte sieht richtig süß aus. Das wird mein Haustier sein. Wie auch immer, ab ans Haus. Ich sehe, alle fangen mit der Reinigung ihrer Hütten an. Das ist richtig, man muss nämlich den ganzen Staub und die Spinnweben loswerden. Ich weiß auch schon, was ich machen werde. Das hier brauche ich definitiv nicht. Oh, ups, Emma, tut mir leid, jetzt beruhig dich doch. Das habe ich nicht gemeint. Schau mal, ich habe hier was Leckeres. Willst du was? Oh, Moment mal, das bringt mich auf eine coole Idee. Ich habe genug Schachteln, um mein Haus damit auszustatten. Marie, ich sehe alles. Und jetzt wird's Zeit, dass ich mich ans Dach mache. Dafür benutze ich dieses wunderschöne Blau hier. Oh Mann, sieht das schön aus. Oh Mann, die Farbe ist noch nicht trocken. Und jetzt befestige ich eine Rennstrecke am Dach. Das wird mega cool. Schaut euch mein Auto an, das hat richtig viel Spaß hier. Und hier kommt noch unsere Flagge aufs Dach. Marie, was ist mit dir los? Alles in Ordnung. Ich wollte bloß meine Lieblingsnotizzettel am Haus anbringen. So mache ich das. Eins nach dem anderen. Oh nein, hier fehlt noch ein Notizzettel. Ah, da bist du ja. So sieht's gut aus. Und jetzt bringe ich noch ein paar Luftballons an. Viele, viele Luftballons. Haha, die sehen so lustig aus. Ups. Hä, was ist das denn? Marie, ist das dein Luftballon? Oh Mann, was ist das denn für ein lustiges Haus? Hast du das gesehen, Emma? Da gibt's nichts zu lachen. Mein Haus sieht richtig sonnig aus. Hm, alle haben ihre Häuser schon ein bisschen dekoriert. Es wird Zeit, dass ich mich auch ans Zeug mache. Gut, dass ich diese wunderschöne Decke hier habe. Oh Mann, die muss ich wohl festnageln. Aua, mein kleiner Finger. Nee, das schaffe ich nicht. Ich weiß, wer mir helfen kann. Okay. Hey. Hierher. Hier, kannst du bitte diesen Teppich an meinem Haus anbringen? Ja, alles klar, kein Problem. Oh wow, das machst du ja richtig gut. Ich finde, du hast Talent. Cool. Zu schade, dass ich das nicht so gut kann. Oh, was für ein süßes Herz. Vielen lieben Dank. Ach ja, natürlich. Ich muss dich ja noch bezahlen. Bitte sehr, ich hoffe, das ist genug. Schönen guten Tag dann noch. Wir haben es geschafft. High five. Hm, was für eine leckere Banane. Hm, wäre doch voll cool, wenn ich einen Bananenbaum in meinem Garten hätte. Oh, wie toll. Schaut euch diese Palme an. Von nun an habe ich einen endlosen Vorrat an Bananen. Und unter dieser Palme bringe ich jetzt noch einen Liegestuhl an. Jetzt kann ich mich sonnen. Dafür brauche ich noch einen Sonnenhut. Und einen hübschen Cocktail. So ist schön. Oh wow, Marie hat Bananen in ihrem Garten. Hey Marie, du bist ja richtig gierig. Na wie auch immer. Ich werde dich nicht zu mir einladen. Moment mal, dieses Spielzeug bringt mich voll auf die gute Idee. Ich könnte hier einfach einen Basketballplatz machen. Das wird richtig viel Spaß machen. Immerhin bin ich ja fast ein professioneller Basketballspieler. Und jetzt zeige ich euch, wie das geht. Oh, Emma, entschuldige, kannst du mir den Ball zurückgeben? Moment mal. Was? Wie hast du das geschafft? Beim ersten Mal? Ich wünsche mir eine Schaukel auf meinem Rasen. Das sollte nicht allzu schwer sein. Ich hab's geschafft. Meinem kleinen Stofftier scheint es zu gefallen. Und hier bringe ich noch einen Briefkasten an. Oh, sieht der nicht schön aus? Also, was haben wir aneinander gemacht? Ach, falsche Seite. Oh nein, Mike. Ach, das hätte ich besser nicht gesehen. Schon mal was von Manieren gehört? Was macht Emma denn da? Die hat einen Briefkasten angebracht. Ich will auch einen. Und ich habe auch schon eine Idee, wie ich sowas machen kann. Ich nehme mir eine Blume, tauche sie in die Farbe
Und mach mir einen schönen gelben Briefkasten mit Gänseblümchen. Ja, die Mädels haben sich Briefkästen gemacht. Ich brauche auch einen. Aber der soll nicht allzu langweilig sein. Ich steck da noch so einen Dinosaurier rein. Voll cool. Oh, da kommt auch schon der Postboten. Hallo. Oh, ist das für mich? Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Und wir gehen weiter. Ah ja, guten Morgen. Ich habe auch einen Brief für dich. Aua, dieser Dinosaurier beißt ja. Brauchst da nicht zu lachen. Von wegen Witzbolde. Oh, schönen guten Tag. Sie sind ja eine echte Schönheitskönigin. Moment. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich habe hier auch einen Brief für Sie. Ach, vielen lieben Dank, das ist so nett von Ihnen. Also, wie ich sehe, habt ihr eure Rasenflächen geschmückt? Jetzt wird's Zeit, von innen die Häuser zu schmücken. Ja, natürlich will ich mein Haus blau färben. Schaut mal, das sieht schon jetzt richtig cool aus. Jetzt brauche ich noch einen Teppich. Cool. Wunderbar. Was könnte ich noch reinstecken? Bingo! Ah, genau. Ich brauche ein Regal für all meine Waffen und Spielzeuge. Schaut mal, was ich hier habe. Voll cool. Huggy Buggy, du kommst auch noch hier drauf. Und jetzt muss ich noch ein paar Diamanten, die ich kürzlich in Minecraft gefunden habe, an den Wänden befestigen. Und hier passt mein cooler Dynamittisch rein. Außerdem wird es das Haus für meine kleine neue Hausratte sein. Ich werde sie Jack nennen. Na, viel Spaß dann. In die Ecke kommt noch ein Sitzsack. Und jetzt kann ich was spielen. Wahnsinn, das macht so viel Spaß hier. Oh wow, das hat ja Mike richtig cool gemacht. Ich denke, ich muss meinen Raum auch noch in meinem Stil dekorieren. Natürlich brauche ich ein bisschen mehr Rosa. Ich streiche die Wände mit meinem rosa Nagellack. Das wird zwar eine Weile dauern, aber dafür wird das Ergebnis überwältigend sein. Awesome. Ach, ich hab's geschafft. Genauso wollte ich es. Auf den Boden kommt noch dieser wunderschöne flauschige Teppich. Und an die Wände noch ein paar rosa Wölkchen. Und das Foto von meinem Boyfriend. Na, wir sehen so hübsch aus. In die Ecke kommt noch ein Tisch mit meinen süßen kleinen rosa Sachen. Und unten rein natürlich mein CD-Player. Na, es wird Zeit, dass ich mich ein bisschen kämme. Und ein bisschen schminke. Und mein Lieblingsparfüm anbringe. Oh, Moment mal. Ich habe ja meine Miezekatze fast vergessen. Hier muss ich auch noch ein Bettchen machen. Ich hoffe, es wird dir hier gefallen. Haben schon alle ihre Zimmer gestrichen? Na, dann wird es Zeit, dass ich das auch mache. Meine Wände werden natürlich in meiner Lieblingsfarbe gelb sein. Das ist richtig schön warm und positiv. Ja. Was für eine wunderschöne Sonne. Wow. Ich liebe diese Farbe. Den Boden möchte ich noch mit warmem Sand bestreuen, damit ich mich so fühle, als ob ich am Strand bin. Awesome. Super. An die Wand kommt noch diese wunderschöne gelbe Quietscheente. Und in die Ecke kommt ein ganzes Regal mit kleinen Quietschhändchen. Oh, ich liebe die Dinger. Und in die andere Ecke kommt mein Maltisch. Und außerdem kann ich hier toll auf meiner Ukulele spielen. Und dieses schöne Foto will ich auch noch anbringen. Ich liebe meinen kleinen Hund. Hey Jerry, sag allen Wuff Wuff. Hier, das ist dein Bettchen. Mach es dir bequem. Willst du vielleicht einen Knochen? Willst du? Oh, braver Junge. Guten Appetit. Wenn dir das Video gefallen... Wo sind wir denn? Ich weiß nicht. Hey, wir sind hier drin. Wie sollen wir wieder rauskommen?
Sind das viele Schlösser? Wir sitzen fest. Warte, sei mal still. Ach du meine Güte. Lass mal sehen. Na dann mal los. Ah, es regnet eklige bunte Skittles. Das macht mir nichts aus. Ich habe einen Regenschirm. Oh wow, ich liebe Skittles. Die sind so schön bunt und flippig. Hey, was machst du denn? Ah, okay. Ich mach weiter. Ich hoffe, ich krieg auch was Schönes. Oh, wie eklig. Das sind ja Rohreier. Ich hab was in meinen Haaren. Oh, schau mal, das ist der Schlüssel zum ersten Schloss. Darf ich dich umarmen? Na los, mach das Schloss auf. Das orangene Schloss. Ja, es hat geklappt. High five. War nur ein Witz. War nicht lustig. Ah, neue Challenge. Das sind ja Strohhalme. Das müssen wir wohl trinken. Du fängst an. Na okay, dann fange ich an. Probieren wir mal. Das muss wohl Brokkoli sein. Ist ganz schön lecker. Hey, mach, dass du wegkommst. Oh ja, das hat mir gut gefallen. Nichts? Nichts. Och, Menno. Muss ich etwa meinen Brokkoli-Shake austrinken? Das ist echt unmöglich. Okay, ich muss diese Challenge gewinnen. Ah, da ist ja der Schlüssel. Es wird Zeit, dass wir das nächste Schloss öffnen. Ja, mach schon. Ist ja gut. Ich bin ja schon dabei. Nächstes Schloss. Ah, ich hab Angst. Enid, Finger weg. Mal sehen, was uns erwartet. Du fängst an. Nein. Lass uns diesmal herausfinden, wer anfängt. Ja, ich hab gewonnen. Ja, okay. Dieses eine Mal fange ich an. Was ist denn da drin? Ein Gummibär? Ah, das ist doch kein Problem für mich. Oh, ganz schön tierisch. Und was hab ich? Oh, wow. Das ist eine Kamera aus Schokolade. Probieren wir mal. Ups. Ich hab ein Foto gemacht. Und ich hab deinen Gummibären in einen Schokobären verwandelt. Oh, danke. Das war nett von dir. Darf ich was abbeißen? Nein, auf keinen Fall. Mann, schmeckt das gut. Einfach unglaublich. Was könnte ich noch fotografieren? Dich vielleicht? Okay, okay, ich mache ja schon weiter. Ah, Hühnerfüße. Wie ekelhaft. Nimm die weg. Ja, dafür machen wir doch ein Foto. Ach so, das war so clever von dir. Jetzt können wir die aufessen. Mann, wie lecker. Ja, tut mir leid, Wednesday. Ich hatte ganz schönen Appetit. Schau, das ist der dritte Schlüssel. Wir haben es geschafft, Freundin. Au, das hat weh getan. Wednesday, gut gemacht. Halt dir die Ohren zu. Oh Mann, ich hab Angst. Keine Sorge, das werden wir gleich herausfinden. Das ist was Glitschiges, Ekliges, Schleimiges. Was ist es? Alles in Ordnung. Okay, lass mich mal schauen. Oh nee, meine Hände sind jetzt voller Schleim. Sieht aus wie Rotze. Richtig ekelerregend. Und was ist das? Was sind das für Ziffern? Ah, das ist doch klar. Das ist ein Code. Was bedeuten die nur? Dass ich das Schloss geöffnet habe. Lass uns weitermachen. Ah, jetzt bin ich blind. Ich sehe nichts. Komm, ich helfe dir. Ist alles in Ordnung? Ja, schon. Schon wieder Strohhalme. Diesmal fängst du an. Okay, wenn du drauf bestehst. Oh nein. Das schmeckt ganz und gar nicht. Aber ich werde wohl alles austrinken müssen. Ich
Ich hab's geschafft. Oh, mir wird schlecht. Was für ein schlimmer Mundgeruch. Ja, Enid, tut mir leid. Vielleicht schmeckt ja das andere Getränk besser. Oh, Cola. Super. Und perfekt für einen Prank. Da kommen zwei Mentos-Bonbons rein. Und jetzt muss Enid was trinken. Ach, tut mir leid. Ich mach weiter. Was ist denn hier los? Ich hab was im Hals. Ah, das ist der Schlüssel. Hey, Wednesday, warte auf mich. Wieso bist du so gemein? Mach das Schloss auf. Wir sind fertig. 3, 2, 1. Nächste Challenge. Ich frag mich, was da drin ist. Na los, probier was. La, 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 ich höre nichts. Ja, okay, wenn du drauf bestehst. Das fühlt sich so gut an. Das sind Würmer. Oh, wie eklig. Nimm sie weg. Ich weiß gar nicht, wieso die so ausrastet. Ich glaube, ich habe eine Karte gefunden. Hey, Enid, schau mal, was ich gefunden habe. Ah, das ist ja das Passwort. Wie eklig. Lass uns das nächste Schloss öffnen. Wir haben es geschafft. Nur noch ein Schloss. Oh, wow, sowas haben wir noch nicht gesehen. Interessant. Buh. Oh. Klopf, klopf, wer ist da? Ich hab Angst. Diese Tür vielleicht? Ich mach mal auf. Nein, ich hab Angst. Lass uns mit der Tür anfangen. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Here we go. Oh, das sind ja Seifenblasen. Wie schön. Super. Ich hasse die Dinger. Jetzt bist du dran. Ich mach die Tür auf. Oh nein. Da waren mir sogar Seifenblasen lieber. Lass mich in Ruhe. Aua! Das hat weh getan. In Ordnung. Okay. Letzte Tür. Der letzte Schlüssel. Wir haben es geschafft. Hurra! Und jetzt öffnen wir das letzte Schloss. Na los, Wednesday. What? Schau mal. Das Gitter ist offen. Sieht so aus, als würden heute unsere Kandidaten etwas Ungewöhnliches erleben. Jemand hat es ganz schön schwierig gemacht, aus diesem Zimmer rauszukommen. Denn um die Schlüssel zu bekommen, muss man verschiedene Aufgaben erfüllen. Oh, was ist das denn? Schau mal, wie viele Schlösser. Wie sollen wir die denn öffnen? Ah, was ist das denn? Lass mal schauen. Wow, warum hängen denn da diese Eimer? Und diese Seile, ich verstehe es nicht. Wir ziehen mal dran. Auf 1, 2, 3. Los, Kate. Das ist ganz schön schwer. Oh, Menno. Jetzt bin ich total dreckig. Fürchterlich. Da gibt's nichts zu lachen, Marie. Oh, das ist ja Schokolade. Voll lecker. Ich liebe es. Lass mich auch mal probieren. Ich will mehr. Oh nein, du sollst an deinem Seil ziehen. Mach ich gleich. Hey, you! Das sind ja eklige rohe Eier. What? Phew! Oh, du hast da was in den Haaren. Das ist ja der Schlüssel. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie wir ihn gebrauchen können. Wir haben das erste Schloss geöffnet. Aber ich habe keine Lust, dich zu umarmen. Oh, schon wieder eine Explosion. Was ist das denn? Was für eine interessante Box. Und was für lange Strohhalme. Willst du anfangen? Nein, du sollst Erste sein. Ich höre dich nicht. Okay, dann bin ich eben die Erste. Oh, das ist voll ekelhaft. Ich will das nicht trinken. Probier deins. Okay, ich hoffe, das ist was Leckeres. Oh, wow, das ist ja ein Wassermelonen-Smoothie. Voll köstlich.
Kann ich auch mal probieren? Nein, das ist mein Getränk. Vielleicht wird die ja gar nicht bemerken, wenn ich meinen Strohhalm einfach da reinstecke. Hey, bist du blöd oder so? Nimm deinen Strohhalm weg. Und ich trinke so lange meinen Wassermelonen-Smoothie. Ah, das war es auch schon. Das war voll lecker. Aber in meinem Smoothie war der Schlüssel nicht. Oh nein, heißt das, dass ich alles austrinken muss? Oh, wie ekelhaft ist das denn? Ups. Ich glaube, ich habe was gefunden. Aber das ist ein Code. Was bedeutet der? Ich glaube, ich habe eine Ahnung. Gib mir den Zettel. 3, 2, 1. Voila, und schon haben wir das nächste Schloss geöffnet. Du bist ein Genie. Oh, schon wieder. Was erwartet uns dieses Mal? Interessant, was ist das? Ich will anfangen. Na los. Ich nehme mir diesen Safe hier. Oh, das ist ja ein riesiger Gummibär. Oh, der wabbelt ja voll lustig. Ich will mir ein Stückchen abbeißen. Oh. Hey, wo willst du denn hin? Das ist mein Gummibär. Ich habe nicht vor, mit dir zu teilen. Na gut, dann nehme ich mir eben den anderen Safe. Oh, ist das eine Schokokamera? Oh Mann, dieser Blitz war ganz schön grell. Was ist denn mit meinem Gummibärchen passiert? Wow, er ist schokoladig geworden. Ich liebe Schokolade. Nein, Marie, ich habe trotzdem nicht vor, mit dir zu teilen. Wie du meinst, dann mache ich eben den nächsten Safe auf. Ja, ich kann doch alles mit meiner Schokokamera in Schokolade verwandeln. Super, es hat funktioniert. Oh, voll cool. Ja, du kannst mich jetzt beneiden. Die Dinger gehören mir alleine. Oh, das ist der nächste Schlüssel. Oh, das hast du toll gemacht. Lass uns zu den Schlössern laufen. Einstecken, öffnen. Und wir haben das nächste Schloss geschafft. Oh, was war das denn? Was für eine große Kiste. Was ist da wohl drin? Ene, mene, miste, es krabbelt in der Kiste und du bist dran. Oh, no! Ich hoffe, okay, da ist nichts Ekliges drin. Come on! What? Oh, was ist das denn? Fühlt sich ganz schön wabbelig an. Hey! Oh, ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden. Der ist da drin. Ich muss dieses Ding kaputt machen. What? Was ist das denn? Ja, ich habe immer noch keine Ahnung. Oh je, ich werde ganz schön nervös. Yeah, ich habe den Schlüssel gefunden. Na los, komm schon endlich. Einstecken, umdrehen und wir haben das Schloss geöffnet. Hey, wieso freust du dich so sehr? Wir sind noch nicht fertig. Ja, du hast recht. Was erwartet uns diesmal? Schon wieder Getränke. Ich hoffe, ich krieg diesmal was Leckeres. Ich will anfangen. Das ist ja ein Erdbeermilkshake. Gibst du mir was ab? Nee, das schmeckt total eklig. Ich glaube, du hast das Leckere bekommen. Hab ich endlich Glück gehabt? Oh, das schmeckt ja richtig eklig. Du hast mich ausgetrickst. Tut mir leid, ich musste eben ein bisschen schummeln. Ich kann jetzt meinen Erdbeermilkshake genießen. Ich glaube, du hast schon wieder den Schlüssel abbekommen. Oh nein, muss ich etwa alles austrinken? Wobei, Moment mal, ich habe doch die Schokokamera. Und schon habe ich meinen ekligen Cocktail in einen Schokomilkshake verwandelt. Es hat funktioniert, schmeckt richtig lecker. Das werde ich natürlich sofort austrinken. Oh, ich habe den Schlüssel ja fast vergessen. Bitte sehr, Kate. Nein, ich will ihn nicht anfassen. Ah, das hat wehgetan. Und wir haben es geschafft. Hurra, hurra. Halt dir die Ohren zu. Ah, was ist es diesmal? Schon wieder eine Kiste? Ohne mich. Nee, lass uns entscheiden, wer diesmal die Challenge durchläuft. Ha, ich habe gewonnen. Du musst da deine Hände reinstecken. Ich hoffe, das ist was Weiches. Das fühlt sich richtig eklig an. Kannst du die Aufgabe übernehmen? Nein, wir haben doch ausgelost. Du bist dran. Ich muss mir was überlegen. Wobei, nein, ich habe keine Idee. Na komm schon, denk schon. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe doch immer noch meine Schokokamera. Schau mal.
Und schon haben sich diese ekligen Würmer in Schokowürmer verwandelt. Willst du was probieren? Oh, oh ja, natürlich doch. Hm, die schmecken richtig lecker. Ein Schokowurm reicht da sicher nicht aus. Let's go! Kate, du kannst auch was haben. Wow! Oh, die sind ja wirklich aus Schokolade. Voll cool. Und jetzt regnet es Schokowürmer. Ich glaube, wir haben alles aufgegessen, aber wo bleibt der Schlüssel? What? Hm, das sind schon wieder Zahlen. Das ist das Code für Schloss. Beeil dich. 6666. Es hat geklappt. Wir haben das Schloss geöffnet. Aber wieso ist der Käfig immer noch zu? Na, wir haben das letzte Schloss vergessen. Mal sehen, was uns diesmal erwartet. Was ist das denn für ein riesiger Schrank? Lass mal abzählen, wer die Türen öffnet. Oh nein, wieso bin ich schon wieder dran? Oh oh. Probieren wir mal. Ist da jemand? Niemand? Okay, öffnen wir die Tür. Aua! Oh, wie cool, das sind ja Skittles. Mega köstlich. Oh, ich will auch Süßigkeiten. Oh nein, das ist ja Ketchup. Jetzt bin ich voller Ketchup. Du siehst aus wie ein kleiner Hotdog. Willst du auch ein bisschen Senf? Haha, wie witzig, Kate. Let's go. Lass uns die nächste Tür öffnen. Du hast recht. Yeah, das ist der letzte Schlüssel. Wir haben ihn gefunden. Super, es wird Zeit, aus diesem Zimmer zu verschwinden. Na los, komm schon. Wir stecken den Schlüssel da rein. Wir drehen und schon ist das Schloss geöffnet. Wir sind raus. Yeah, wir haben es geschafft.